Alias Bitches, willkommen zurück zu Sports KGT. Nach langer Zeit, also für mich war es lange Zeit, mache ich jetzt hier wieder weiter. Und natürlich wieder die beste Musik genommen. Und ja, ich fahre jetzt einfach mal eine andere. Nee, ich mache jetzt erstmal Fahrzeugteile. Ja, was hat sich geändert? Gar nichts. Also eigentlich nur, dass ich ein neues. Das bringt mir eigentlich überhaupt nichts, weil ich kein Turbolader habe. Dass ich ein neues Audioprogramm benutze, weil früher musste ich das immer so nachsynchronisieren mit Audacity und so, weil die Aufnahme halt nicht gleichzeitig gestoppt hat mit Fraps und der Audiodatei, und jetzt habe ich halt ein Programm gefunden, das das so machen kann. Das kann man sich erholen. Ja, Free Sound Recorder oder so hieß das, aber müsst aufpassen, wenn ihr das installiert, ich glaube, dass da irgendwelche Spyware mit dazu kam. Also bei mir war das so, dass da irgendwie so Zusatzprogramm von irgend so ein scheiß Teil installiert wird oder so. Guckt einfach mal am besten nach. Ja, also wir können hier eigentlich gar nicht viel machen. Kommen neue Reifen. Für die Reifen muss man mal Geld ausgeben. Versuch Nummer 2 mit der gleichen Musik und dem gleichen Auto und der gleichen Strecke. Ich bin kläglich gefailt. Ich habe den Windows Media Player leider minimiert und dann ist er in diesem Windows Startleiste oder was weiß ich, wie das nennt, ich habe vergessen, wie das heißt, ist da halt dann dort aufgetaucht und hat mir dann Bescheid gesagt, ja, ich spiele gerade das ab, und dann kam das übelst in der Aufnahme vor und dann bin ich gegen eine Wand gefahren. Seht euch doch einfach selber an, wieso laber ich euch zu damit, ey? So, guckt euch das an, das ist ungefähr eine Minute. Aber das davor kann ich ja schon erzählen, so. Ich werde ja nur zur Fail-Stelle vorspulen. Ja, wer den eben Bug gesehen hat, das war schon eigentlich übelst funny so, ne? Fand ich eigentlich echt lustig, wie die so kollidieren und dann springen die einfach weg. Und das Komische war, es waren zwei Mercedes, also mein Teamkollege hat mich weggefegt. Böser Teamkollege, du. Und dann bin ich noch hier kläglich beim Einlenken versagt. Oh, das hätte jetzt schief gehen können. Ja, also jetzt fahren wir mal wieder ordentlich. Ach, das Spiel, ey. Ich habe eigentlich die ganze Zeit keine Lust darauf gehabt. Und dann, wenn ich das Spiel so wieder richtig, also konzentriert spiele, dann, ey, wisst ihr, das macht übelst Laune. Die Fahrmusik ist zwar wirklich gewöhnungsbedürftig, aber man muss in jedes Spiel immer ein bisschen Zeit investieren, um irgendwas rauszufinden, um rauszufinden, wie das Spiel funktioniert. Und dann macht es endlich Spaß. Das ist bei jedem Spiel so. Bei jedem. Zum Beispiel, ich habe noch nie Call of Duty, Modern Warfare, noch etwas bla 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 gespielt. Also von den neueren. Ich habe überhaupt nie Call of Duty gespielt. Und dann kam halt Call of Duty, Modern Warfare 3. Ja, ich könnte mal eine kleine Story erzählen, so eigentlich, ne? Meine Allies waren gerade in Russia, in Russland. Und wie ihr wisst, kann man da die Spiele übelst billig bekommen. Da habe ich einfach meinen Allies gesagt, ja, könnt ihr mir und meinen Cousin, weil mein Cousin steht ja auch voll auf Call of Duty, und ich habe mir vorher von MW3 so die Steam-Seite angeguckt. Und es hat mich schon eigentlich echt interessiert, Dritter Weltkrieg und so ein Shit, dachte ich schon, ja, also eigentlich schon sehr interessant so. Und in Deutschland, in Frankreich, so dachte ich, ja, mal weg von diesen anderen Gedudel, was heutzutage alles so abgeht, und einfach mal was Neues erfunden, so Dritter Weltkrieg, so Mist. Ja, habe ich halt gesagt, so, ja, bitte holt mal das Spiel für uns in Russland. Ja, haben sie dann natürlich gemacht für, weiß ich nicht, 12 Euro oder so. dann halt installiert. Natürlich musste man mit einem Russen-Key musste man natürlich einen Proxy-Server oder, ich hab vergessen, wie das alles heißt, Mensch. Na, Proxy-Server verwenden, dass man halt in Russland wohnt, weil die lassen das ja in Deutschland nicht mehr zu. Steam, ja, ihr habt Russen-Key und wohnt in Deutschland und ihr bezahlt für Russen-Keys so wenig. Ich finde das eigentlich übelst unfair, dass die Russen, klar, die verdienen ein bisschen weniger Geld. Was weiß ich, was die verdienen oder wie viel die verdienen. Aber trotzdem muss es doch irgendwie so mal genormt werden, wie viel
für wie viel man für ein Spiel bezahlt. Kann doch nicht sein, dass wir hier das Sechsfache davon bezahlen. Und in Russland kriegst du 10 Euro. Also das ist echte Abzocke. Nur weil wir wirtschaftsstark sind, die Deutschen, ne, heißt das noch lange nicht, dass wir unser ganzes Geld in irgendeine Kinderkacke von Spielen investieren können. Wir haben auch andere Probleme, zum Beispiel, ja, die Spanier haben jetzt auch Probleme und was weiß ich denn, er hat eine, keine Ahnung hier. Und, naja, wie gesagt, haben wir uns dann halt geholt und ich kann das Spiel wirklich nicht und dachte ich, ach, am Anfang übelst Scheißspiel, ich schreck da nur ab und so ein Mist, weil ich das Spiel halt nicht kannte. Und musste halt dann wirklich Bildzeit, aber halt zocken macht Spaß eigentlich. Und ja, mein Cousin hat mir dann alles beigebracht. Ich find's eigentlich übelst cool, wie er mir alles beigebracht hat. Und wenn man dann so zurückguckt und denkt, oh Mensch, der hat früher noch was gewusst und ich habe überhaupt nichts gewusst, war irgendwie schon lustig so. Und da hat er mir halt die ganzen Akimbo-Noobs gezeigt, so, dass man die nicht nehmen soll und was man nehmen sollte. Zum Beispiel hat er mir da die ACR gezeigt bei MW3, also das war, ich war ja halt immer früher M4. Auf M4 und so, M4 for the King und so, oder CM901 oder wie sie hieß. Aber nie ACR, dachte ich, ACR hat halt nichts drauf. Und dann hat er gesagt, so, ja, nimm mal die, die ist übelst geil. Und ja, die war auch übelst geil und seitdem ist sie meine Lieblingswaffe. Jedenfalls so, dass man die wenigstens auf was trifft, weil bei M4 und den ganzen anderen Waffen habe ich überhaupt gar nicht das Gefühl, dass sie überhaupt was trifft. Und MP7 natürlich, aber MP7 habe ich noch nie in meinem Leben gespielt. Weil es halt, ja, ich gucke so die Leute und die schießen einfach ohne Zielen, sage ich es mal so, drauf los, ohne Rückstoß und killen halt alles. Das ist übelst scheiße. Ja, da ist der zweite Platz. Wollen wir den wegpoken? Oder ich weiß nicht, ob ich es lassen soll, weil sonst geht das wieder schlecht aus. Aber eigentlich habe ich Lust, den wegzupoken. Ja, wir unterbrechen dieses Gespräch für eine kurze Aktion. Für eine asoziale Autofahreraktion. Okay. Mann! Ey! Ach, Scheiße. Ich hätte es doch lieber lassen sollen, aber zum Glück bin ich nicht so weggefegt. Das ist ja... Es ist immer wirklich schwer, beim Regen das Anfahren, also das Auto erstmal unter Kontrolle zu bekommen, erstmal Geschwindigkeit zu bekommen, weil wenn du Geschwindigkeit hast, ist dann wirklich dann nicht so schwer, aber wenn du wirklich in den niedrigeren KMHs bist, also den niedriges Tempo hast und ja, das ist halt der Nachteil von der Tastatur, du kannst halt entweder Vollgas geben oder überhaupt kein Gas oder halt so leicht tippen, aber wenn du da gleich Vollgas gibst, ey, dann ist ja klar, dass sich das wegfegt. So, jetzt haben wir asoziales Lachen jetzt. Ja, wie gesagt, hat er mir halt alles beigebracht, so, ja, wie man spielen sollte, keine MP7, also kein Noob sein am besten, keine Akimbos. Akimbos habe ich auch noch nie gespielt, also, habe ich halt noch nie gespielt, aber ich habe mich auch keine Lust, mich irgendwie als Lappen darzustellen. Ich bin der Lappen von MW3 und spiele mit Akimbos und mit MP7 und mit was weiß ich für Perks. Na gut, die Perks. Eigentlich wollte ich mir nur MW3 kaufen, weil wie gesagt, es war halt neu draußen und meine Allies waren in Russland, also solche Gelegenheit. Wieso sollte ich mir dann ein MW2 kaufen, wenn es veraltet ist? Na, nicht veraltet, aber halt hat sich so nicht geändert. Also ich habe von meinem Kumpel erfahren, dass die Animationen von MW1 sind. Da dachte ich mir, what the fuck? Und da dachte ich mir, hat sich so und so schon in der Serie nicht so viel getan. Na egal, wo war ich denn stehen geblieben? Ach so, ja. Ich habe mir das Spiel eigentlich nur gekauft, weil ich mal beim Cousin gesehen habe, dass man hier so eine Predator lenken kann und Reaper und so. Und das fand ich halt übelst geil. Und das war der einzige Grund, worauf ich richtig heiß war in dem Spiel. Also die Abschussserien, das war das Einzige, was mich an dem Spiel, was richtig geil war eigentlich. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich mir das Spiel gekauft habe. Ansonsten hätte ich gesagt, so, ach nee, MW3,
Call of Duty labern alle dumm rum, ja, das ist scheiße, ist selbe Mist jedes Jahr und so ein Mist. Aber wie gesagt, die Kill-Serien sind wirklich halt mein Highlight. Und diese ganzen Perks und so, ja, wenn man's, ist halt unfair, aber ja, in der ESL wird ja alle nichts benutzt. Ich habe schon mal ESL gespielt und da sind solche Freaks, also ohne Mist. Habe ich mich erstmal gar nicht getraut, bei der ESL mitzuspielen, weil ich dachte, ey, das sind nur die Freaks, da will ich jetzt nicht mitmachen. War ja halt so ein Plan und die haben gesagt, so, ja komm, wir machen ESL und so. Und ich so, nee, das sind doch übelst die Freaks und so ein Mist, da verlieren wir doch so und so. Und die so, ah nee, komm, aus Spaß. Und da habe ich mitgespielt und die haben es übelst abgezogen. Ich muss auch sagen, unser Clan hat sich überhaupt gar nicht abgesprochen. Jedes Mal, wenn einer tot war, hat nicht gesagt, wo der tot ist, sondern, oh, scheiß Cheater, oh, haben es rumgenörgelt, ey, das war schon. Oh ja, yeah, die Musik ist geil. Okay, zurück zur gewohnten Seriosität. Ja, wir spielen gerade aufs KGT. Ich frag mich auch, also mir hat's wirklich diese Zeit gefallen, wo die PCs, wo die PC-Games. Nein! Okay. Also wenn euch sowas passiert, vom Gas gehen. Lieber vom Gas gehen als auf dem Gas bleiben, weil sonst schleudert's euch sonst wohin. Und ja, wie ihr seht, habe ich halt nur meine Karosse beschädigt. Ja, muss man noch ein bisschen Glück haben, aber am besten, wenn sowas passiert, gleich vom Gas gehen und den Lauf seiner Dinge laufen lassen. Naja, ist jetzt auch eigentlich nicht so schlimm. Weil ich jetzt noch eine Runde fahre und dann tanken gehe. Was, noch 4 Minuten? Da lohnt sich eigentlich gar nicht so richtig zu tanken. Ja, egal. Ich tanke halt voll und dann. Ey, da. Bei solchen Überholmanövers, da geht schon was schief, ne? Finde ich aber auch ganz gut so, ne? Die Gegner fahren ihre Ideallinie und überholen auch eigentlich richtig korrekt, haben so korrekte Überholphase, wisst ihr? Ja. Manche, früher habe ich so kritisiert, ah ja, die fahren so und so alle in einer Linie, schwach programmiert und so, aber im Rennsport ist es doch auch nicht anders, dass die alle nur eine Linie erfassen wollen. Und dann diese halten und beim Überholen, dann fahren sie mal rechts oder links dran vorbei. Okay, jetzt müssen wir bremsen, weil sonst fuckt das ab. So. Finde ich das Mikrofon nicht stumm? Okay, gut, noch nicht. Manchmal komme ich halt mit meinem Stuhl an den Mikrofon-Dings. Wie lange hat es jetzt gedauert? Wegen Karosserieschäden oder wegen Auftanken? Wir werden es jetzt gleich sehen, wenn das voll ist, dass der dann gleich losfährt. Ja, gut. Ich hätte eigentlich 80 Liter auch tanken können. Weil das hätte gereicht. Und außerdem dieses Quietschen, ne? Das ist nicht Furzen oder was weiß ich, es ist nur ein Stuhl. Und Öl habe ich gerade nicht da, also kann ich es auch nicht hören. Ja. Zu meinen anderen LPs kann ich auch mal was sagen hier. Wie gesagt, American Wasteland war jetzt Bill oben. Leider habe ich die Qualität etwas verschissen, aber in den Videos sieht man es eigentlich gar nicht so richtig gut. Also nicht so richtig, dass ich es verschissen habe. Weil ich habe ursprünglich in halber, ne, wie nennt man das? Mensch, ich muss mal wieder ein paar Deutschvokabel lernen, Mensch. Ich habe alles vergessen, ey, wieder. Na gut, eigentlich kann ich eigentlich alles in Deutsch, weil wir in Deutsch eine Arbeit geschrieben haben und eigentlich habe ich da übelst gut abgeschnitten. Aber naja, diese ganzen Informatikbegriffe muss ich mal wieder lernen, weil ich halt wieder ein paar Voodoo, also kann ich reden. Scheiße, das Inner. Nein, piss dich. Okay, gut. Da ist, ich habe wieder ein paar Wikipedia-Artikel gelesen über alte Grafikkarten und so. Ach, ist das schön. Ja, wie gesagt, ich habe beim Tony Hawk's American Wasteland halt in halber Größe aufgenommen, die Videogröße, und deswegen war es halt so stark verpixelt. Mensch, hier, was ist denn los heute? Kann ich nicht mehr reden oder was ist los? Und deswegen dachte ich, ja, es wird scheiße und so. Aber ansonsten war das eine ruhige Aufnahme, so, weil
Weil mich das Spiel eigentlich am Ende so angepisst hat, dass ich schon gar nichts sagen wollte, aber naja. Tenkaichi 3 wird, na gut, diese Woche kann ich das leider nicht aufnehmen. Aber wird noch was kommen, nächste Woche vielleicht oder morgen schon, also ne, morgen wird nur aufgenommen. Also aufgenommen wird nur morgen oder wie schnell. Infinite World. Oh, da ist ja auch lange nichts mehr gekommen. Infinite World. Ja, mal gucken. Das Spiel kann ich auch nicht so richtig leiden, Mensch. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Kaliningrad, also in Russland war, bei meinen Großeltern zu Besuch, also bei meinen Verwandten, und die haben halt ein Haus mit einem Fernseher. Und dann dachte ich mir, nehme ich mal meine PlayStation 2 mit, damit ich mich dort nicht so langweile. Oh, letzte Runde. Und hab da einfach eiskalt meine PlayStation 2 angeschlossen und ja, gespielt. Und stellt euch mal vor, was meine Verwandten denken. Wir haben halt so einen NES-Klon und der hat ja natürlich ein anderes Videosignal, ne? Das ist ja Secam oder so, keine Ahnung. Und der Fernseher unterstützt nur, der ist ja aus Deutschland, unterstützt nur PAL. Und da haben die gesagt, so, ja, wenn diese gefälschte NES da dran schließt, der explodiert, der Fernseher, und das dachte ich mir, was ist das denn, ey, da explodiert der Fernseher, ey, da explodiert doch der Fernseher nicht, da wird doch nur die Bildqualität scheiße, also schwarz-weiß oder so. Aber da explodiert doch kein Fernseher. Naja. Naja, da habe ich halt jetzt dieses Rennen für euch verplaudert. Haben 48.000 Geldeinheiten dazu gewonnen. Unser nächstes Rennen. 10 Minuten nur. Easy. Okay, gut. Ist Road Atlanta. Ja, okay, cool. Ja, da würde ich mich eigentlich für den Part verabschieden und ja, vielen Dank fürs Einschalten oder Zuschauen. Ich freue mich halt wirklich, wenn wirklich ein paar Leute zurück. Ist ja klar, ne? Sonst ist es ja übelst scheiße, wenn ich es für niemanden mache. Und ich will das Ende jetzt gar nicht so lange vorauszögern, so wie bei jedem Ende von jedem Part. Also bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.